Hey Leute, vielen Dank fürs Einschalten. In diesem Video aus meinem Online-Gitarrenunterricht seht ihr mich mit einem Schüler, der konnte ziemlich gut spielen, spielte auch in einer Band und hatte aber sich noch nie mit Musiktheorie beschäftigt und wollte es jetzt endlich wissen. Muss man all diese Tonnamen wissen und lohnt sich das überhaupt, das Griffbrett zu lernen, wenn man seine Gitarre tiefer stimmt? Und was hat das mit diesen ganzen Tonleitern überhaupt auf sich? Viel Spaß mit diesem Video. Das würde sich ja trotzdem lohnen, das Griffbrett zu kennen, weil selbst wenn du Drop C oder so oder irgendwas spielst, das verschiebt sich ja nur nach unten und wenn du spielst, denkst du ja trotzdem in Relationen. Also selbst wenn deine tiefe E-Seite in Cis ist und du denkst, okay, das ist mein E und spielst dann den Rest irgendwie. Also es geht ja nur darum, dann zum Beispiel Key Center, so was gehört zusammen und welche Akkorde, dass man die ja trotzdem in Relation zueinander benennt. Ob das nun tatsächlich der echte Ton ist, ja. Also ich geb dir mal ein Beispiel. Trompeter und Saxophonisten, ja? Wenn du den Noten hinlegst, dann steht da ein C, ja? Und dann spielen die das und er klingt zum Beispiel ein B. Weil die haben sogenannte transponierende Instrumente. Okay. Das sind quasi auch wie, als wären die tiefer gestimmt. Die sind einfach so in ihrer Bauart. Es gibt eine B-Trompete, es gibt eine S-Trompete. Ja? So, die sind in anderen Tonarten. Und die lesen aber, wenn die Noten lesen, steht da quasi eine C-Dur-Tonleiter, weil das ist die einfachsten Griffe, die die haben. Und klingend kommt eine B-Dur-Tonleiter zum Beispiel, oder je nachdem, wenn es eine S-Trompete, S-Dur-Tonleiter raus. Ne? So, ja. So Alt-Trompete und so, gibt es so verschiedene Namen, Alt-Saxophon und Bariton-Saxophon, bla bla. Ja. Und nur, dass du dir das vorstellen kannst, und die denken quasi eigentlich immer falsch. Die denken, ich spiele gerade ein C. Mhm. Aber eigentlich spielen die gerade ein B, also die haben auch ihre Instrumente sozusagen tiefer gestimmt, aber das ist egal. Das Einzige, was der Typ zum Beispiel im Orchester, der die Noten schreibt, also der Dirigent, der schreibt ja eigentlich nicht die Noten, aber der die Noten austeilt, der muss halt wissen oder der die kopiert, wenn er für ein Saxophon das schreibt, muss er alles in einer anderen Tonart aufschreiben sozusagen, dass das bei denen richtig klingt. Ja? So, und deshalb wäre das nicht schlimm, wenn du deine Gitarre immer tiefer gestimmt hast, aber trotzdem so tust, als wäre das das tiefe E. Ja, natürlich nicht, wenn du stimmst. Wenn du stimmst, denkst du, okay, das ist jetzt Cis. Aber ob das nun klingend der Ton ist, weil du hast wahrscheinlich genauso wenig wie ich ein absolutes Gehör, ist es egal, ob der Ton so oder so ist. Wichtig ist, dass ihr euch in der Band versteht. Also wenn alle auf die gleiche Tonart gestimmt sind, wenn der Bassist auch seine tiefe E-Seite auf Cis, dann könnt ihr beide sagen, wir spielen jetzt ein E. Ich weiß jeden Ton. In jeder Position, egal von wo aus ich das betrachte. Ja. Also ich mache jetzt nicht, das ist am Anfang ist das nichts Schlechtes, aber wie du mir gezeigt hast, warte, hier ist ein A und hier ist ein A und hier, aber wo ist denn jetzt hier das A? Mist. So, ja. Oder ich mache noch eine Oktavstärke. So. Ich gucke nicht woanders hin, sondern ich drücke einfach hier und sage, das ist Gis oder ich drücke hier und sage, das ist Cis oder S oder... Ja. Das ist einfach da. Das kommt aber durchs Üben. Das habe ich auch lange geübt und das macht man nicht nur das Auswendiglernen. Das, was ich ja immer am Anfang empfehle, keine Ahnung, du sollst jetzt alle Cis auswendig lernen. Das ist ja nur der erste Teil des Übens sozusagen. Ja? Das ist der Anfang, um erstmal reinzukommen. Und das hilft auch, weil man dann erstmal sich Gedanken macht und den nächsten Ton lernt oder so. Aber man lernt das dann auch über viele, viele andere Geschichten, wie zum Beispiel... Ich bin kein Jazzmusiker, ich habe viel Jazzunterricht gehabt. Da musst du immer über Akkordfolgen spielen und da musst du immer zum Beispiel die Terz anspielen. Ja? Oder was? Ja, deine Akkordfolge zum Beispiel. Ja? Und dann müsstest du jetzt im Jazzunterricht zum Beispiel immer spielen. Was kommt nach dem H-Moll? Weißt du die Akkorde oder weißt du nicht? Naja, auf jeden Fall, da musst du immer mitdenken, pass auf, im Jazzunterricht läuft es dann, okay, jetzt kommt D-Dur, das heißt, du musst Fis spielen. Jetzt kommt A-Dur, das heißt, du musst Cis spielen. Jetzt kommt H-Moll, das heißt, du musst D spielen, weil es die Terz ist. Aber genau, weil ich das so üben muss, also ich weiß sofort von jedem Akkord, welche Töne das sind oder welche zur Tonleiter gehören, aber weil ich das genauso geübt habe, das hört sich super kompliziert an, aber das ist so ein bisschen wie das kleine 1x1 lernen. Ich denke auch nicht 3 hoch von 6 oder so, sondern ich weiß einfach, dass das Cis die Terz von A-Dur ist. Also das habe ich so viel gemacht, dass das klar ist. Da gibt es keine Frage. Das ist aber so, wie wenn ich dich frage,
wenn ich zur 5 3 addiere, was kommt dann? Dann rechnest du wahrscheinlich nicht, warte mal, 5, 6, 7, 8, sondern das ist sofort da. Und so ist es auch. Ich meine, wenn wir das jetzt mit höheren Zahlen machen, dann wird es schwierig. Wenn wir sagen, 394 mal 212 oder plus, das geht nicht. Ja? So, aber das, was ich da mache, ich meine, es gibt ja nur 12 Töne. Das sollst du jetzt auch noch nicht lernen, aber nur, weil du mich danach gefragt hast. Ja? Nehmen wir mal das C. So, das ist jetzt ein Ton. Ja? Der Ton C kann quasi nur 12 verschiedene Positionen haben. Der kann auch Grundton sein, zum Beispiel in einem C-Dur-Akkord. Der kann aber auch die große Septime sein, wenn der Bass jetzt einen Halbton höher geht. Das klären wir. Das sind die Intervalle. Ich will nur kurz sagen, du musst dir jetzt vorstellen, ich ändere jetzt immer einen Ton und jetzt, wenn man in diesen Akkorde denken würde, dann verändert sich immer die Position, das C bleibt ja immer gleich und dann kommen diese Wörter wie Terz und Quinte und wenn das einmal klar ist, wie der Abstand zueinander ist, dann ist das wie, wo ich dich gefragt habe, 5 plus 3, na ist doch 8, ist doch logisch, da muss ich nicht mal abzählen oder so, sondern das ist einfach sofort da. Und so ist es bei mir, weil es ja nur diese 12 Töne gibt. Natürlich gibt es 12 mal 12 Varianten, aber das ist nicht so kompliziert, wie die Leute sich das vorstellen, wenn man das eine Weile übt. Wie ich das übrigens gelernt habe, war zum Beispiel eine der ersten Sachen, ich habe das natürlich mit diesen Tönen auswendig gelernt, aber jetzt rein zur Theorie, als ich auch noch nicht so fit darin war, ich habe zum Beispiel einfach die Dreiklänge auswendig gelernt. Weißt du, was ein Dreiklang ist? Akkorde sind, wenn mehrere Töne zur gleichen Zeit klingen und ein Dreiklang hat natürlich drei Töne und dann gibt es den Dreiklang, der immer in der Schule abgefragt wird, der Dur-Dreiklang sozusagen. Aber gar nicht so wichtig, wie die Begriffe sind, aber die habe ich einfach, wie es kleine 1x1, auswendig gelernt. Ich habe mich einfach hingesetzt und habe wirklich gesagt, okay, C-Dur ist C-E-G, D-Dur ist D-Fis-A und so weiter. Das kann man auch herleiten, das kann ich auch herleiten, können wir auch alles machen. Ich will dir nur sagen, da hatte ich Lateinunterricht und ich habe Latein gehasst, ich war in Latein auch versetzungsgefährdet. Und ich hatte keinen Bock, Latein zu machen und dann habe ich mir die alle aufgeschrieben und habe anstatt Lateinvokabeln zu pauken, habe ich lieber die Dreiklänge auswendig gelernt. Und dadurch ist das natürlich, weil ich das schon so lange mache, im Kopf fest. Das musst du jetzt nicht alles gleich auf einmal machen. Bloß, weil du dir das nicht vorstellen kannst, boah, krass, der weiß sofort den Ton oder so. Aber es ist nicht so super kompliziert, meiner Meinung nach, wenn man so ein paar Grundbegriffe. Und jetzt sage ich dir warum. Beispiel. Wenn du weißt, ich sage dir das jetzt, C-Dur hat die Töne C, E, G. Und jetzt fragt dich einer, das musst du jetzt wissen, C, E, G, das habe ich auswendig gelernt. Und jetzt würde dich einer fragen, wie geht denn Cis-Dur? Ganz genau, es ist alles nur ein Halbton hoch. Cis, E, Is, Gis. Ja, der heißt dann so, also das ist das F. Eigentlich ist es wie der Ton F, von E nach F, aber in der Musiktheorie behält man diese Namen bei. So, ich will dir nur sagen, das ist dann gar nicht mehr so schwer. Das ist das Erste, was ich gecheckt habe, ist, wenn ich die eine Hälfte auswendig kann, dann kann ich die andere super schnell. Cis, E, Is, Gis. Und auch, was auch niemand fragt oder so, aber Cestur, falls das mal vorkommt, ja? Na, Cis, Es, Gis. Das ist nicht mehr, das kommt vor, zum Beispiel, wenn du in Gestur spielst, wenn du Take 5 ist zum Beispiel in S-Moll oder Gestur, je nachdem, wie du es sehen willst. Da kommt so ein Akkord. Ja. Worauf ich hinaus will, ist, es ist nicht so kompliziert, wie du jetzt denkst, wenn du denkst, oh, der weiß sofort den Ton. Das kann man alles lernen. Und vielleicht sollte man da auch, weil dich das so interessiert, einfach mal einsteigen. Und wir machen das, weil du ja Metal-Fan bist. Normalerweise unterrichtet man immer die Dur-Tonleiter. Das hat auch einen Grund, weil mit der sind wir aufgewachsen, unser kulturelles, quasi unsere kulturelle Sozialisation. Aber lass uns mal, weil du eher so ein Rock- und Metal-Gitarrist bist und weil du mir gesagt hast, du hast ein Bandprojekt und willst jetzt ein paar Sachen komponieren, lass uns mal mit Moll einsteigen, weil wir sind ja beide alt genug, wir haben schon ein bisschen was gehört, wir müssen jetzt nicht beim Urschleim anfangen. Es gehört eh alles zusammen. Ja? So, also es macht keinen Unterschied, ob man zuerst C-Dur lernt oder zuerst eine Molltonleiter oder so. Ja? Und dann lass uns mal, wir müssen trotzdem, ich muss dir vorher eine Frage stellen, das weißt du bestimmt. Wie viele Töne gibt es denn, die unterschiedliche Namen haben? Genau, die 12. Alles klar, genau. Also quasi, ja, ich weiß immer nicht, wie ich das fragen soll. Ich könnte doch sagen, wie viel bis zur Oktave? Aber da steckt dann schon das Wort Oktave drin und da wissen manche nicht genau, was gemeint ist oder so. Genau, wunderbar. Dann machen wir es so. Wie viele Töne liegen zwischen einer Oktave? Genau, und wie heißen die? Gute Frage. Warum fängt man mal bei C an? Weil man immer zuerst auch in der Schule die C-Dur-Tonleiter beigebracht kriegt.
weil das ist auf dem Klavier, ist es halt super easy zu sehen. Da sind es einfach die weißen Tasten, fängt sogar mit C an, so normalerweise. Ja. So, ist super easy zu sehen. Ich finde es auf der Gitarre eigentlich auch Blödsinn, mit C anzufangen. Warum fangen wir nicht, wir haben doch eine E-Seite. Warum fangen wir nicht auf der E-Seite an? Sag mir mal die 12 Töne auf der E-Seite. Okay, wunderbar. Also, E, F, Fis, G, Gis, A, A ist, B oder H, je nachdem, wie man es nennen will. Ja. So, C, Cis, D, Dis, E. Vollkommen richtig. So, das ist im Prinzip auch schon eine Tonleiter, nämlich die chromatische Tonleiter. Die kommt auch ab und zu mal vor. Also damit kann man auch cool klingen und gerade auch im Metal kann man damit halt viel. Kann man da so ein bisschen, ich sag mal, Atmosphäre schaffen, weil die ist nicht so richtig zuzuordnen, die klingt, ja. Weil da einfach alle Töne drin sind, ja. Deshalb ist schon mal gut, das zu wissen, da kann man auch ein paar Fingersätze lernen, das machen wir auch irgendwann, aber das ist jetzt erstmal die chromatische Tonleiter, alle Töne, das wusstest du im Prinzip. Und aus diesen allen Tönen baut man jetzt Tonleitern, indem man einfach welche weglässt, ja. Sicherlich weißt du auch schon, man nennt das alles Halbtonschritte. Das kommt auch wieder vom Klavier. Im Prinzip, ja, weil hier hast du immer deinen nächsten Schritt und dazwischen noch eine schwarze. Ach nee, außer hier, da gibt es Stellen, naja, dann sind das auch Halbtonschritte. Ist ein bisschen unlogisch eigentlich, ne? So, aber wir nehmen das jetzt hin, die heißen alle Halbtonschritte. Und jetzt sage ich dir, du könntest dir jetzt beliebige 7 Töne aussuchen, das wäre dann deine Tonleiter. Klar, du kannst eine beliebige, du musst nicht mal nur 7, das, was du gerade gesagt hast, wir nehmen mal dein Beispiel, wir machen das mal einfach aus Spaß. Du hast gerade gesagt, Halbton, Ganzton, Halbton, Ganzton, Halbton, Ganzton. Das ist eine Tonleiter und jetzt halte ich fest, wie die heißt Halbton, Ganztonleiter. So, pass auf, mache ich dir vor, klingt so hier. Ich lasse jetzt das tiefe E klingen, damit wir eine Referenz haben und spiele das auf der hohen E-Seite, aber ich mache genau. Ist für mich ein ziemlich geiler Klang. Ich mach mal hier so ein Hintergrundriff bisschen, also einfach nur, dass man mal was hören, dass du dir das vorstellen kannst. Diese Tonleiter, die du gerade quasi für dich erfunden hast, funktioniert. Pass auf. So, jetzt haben wir hier unseren Riff. Spiel die Tonleiter nochmal. Eigentlich geil, oder? Genau, dass du den Eindruck hast, orientalisch, das liegt an dem Anfang. Da hat man so ein bisschen den Sound, aber es ist mehr so eigentlich. Das ist so der Sound eigentlich, wenn man das als Akkord ausdrücken würde. Aber du siehst, deine Idee gerade, was machst du denn, wenn ich einfach Halbton und Ganzton abwechsle, kommt eine Tonleiter raus. Die hat jetzt 8 Töne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und dann bist du erst da. Aber das geht. Weil du einmal in diesem Modus bist, was passiert denn, wenn ich nur Ganztöne mache? Auch interessant. Kann man auch was spielen. Oh, der war falsch. Der gehört nicht dazu. Okay, nochmal. Aus.
ist auch ein Sound. An den muss man sich gewöhnen. Genau, also es ist halt nicht so ein typischer Sound. Wenn du das Radio einschaltest, hörst du den normalerweise nicht so oft. Ja? Es gibt aber tatsächlich Songs, wo dieser Sound drin vorkommt, aber zum Beispiel als Intro, mal sehen, ob ich das jetzt hinkriege. If you got a problem, I don't care what it is. I need a hand, I'll show you if this I can help. I got two strong arms, let me help. It was sure to be good. Do you know I can help? Dann kommt. Kommt genau dieser Sound. Das ist von Billy Swan, I Can Help. Und das war mal in irgendeiner Tempo-Taschentuch-Werbung oder so. Aber das ist das Intro, das macht genau, das baut einen Akkord auf dieser Ganztonleiter, heißt sie dann. Und verschiebt den dann einfach in Ganztöne. Und das ist einfach das berühmteste Beispiel für einen Song, den hat auch Elvis gesungen zum Beispiel. Das berühmteste Beispiel, wo so eine komische Tonleiter vorkommt. Ne? Ansonsten hast du sowas natürlich, wenn du jetzt Jazz und Fusion hörst und ein bisschen experimentellere Musik, kommt sowas natürlich viel häufiger vor. Aber im Radio, gerade aktuell, was aktuell so im Radio kommt, also wenn du dir Charts oder so anguckst, ist das halt im Prinzip nicht existent mehr. Ne? Richtig, genau. Dieses Video, Four Chord Songs. Ich meine, der ganze Song hat natürlich nicht meistens diese Akkordstruktur, sondern es kommt im Strophe oder im Refrain kommt das vor oder so. Aber das hat sich halt so entwickelt, weil wenn du heute einen Hit schreiben willst, ist die Wahrscheinlichkeit am größten, wenn du dich an die Hörgewohnheiten der Zuschauer dranhängst. Also zumindest sagen das die Plattenfirma. Ja? Wir warten halt alle, dass die neuen Beatles oder sowas kommen, weil die haben auch andere Akkordfolgen benutzt. Ich meine, wenn du hier... Strawberry Fields and nothing... Was da Verrücktes passiert, das würde sich heute keiner mehr trauen zu schreiben, vor allem nicht als Single rauszubringen oder so. Ja? Ich will nur sagen, der ist, wenn du so willst, klar, die haben alle LSD genommen, aber der ist so irre, das würde von den Harmonien heute natürlich keiner mehr zulassen, von den Radiobossen, wenn du so willst, oder besser, von den Plattenfirma-Bossen. Oder auch die Leute wollen ja nicht mehr sowas Experimentelles schreiben, kommt mir zumindest so vor. Es kommt sicherlich auch mal wieder eine andere Zeit. Momentan ist halt alles rückwärts gerichtet. Ja? So, deshalb kommt auch der 5-millionste Spider-Man-Film und der 90-trilliardenste Marvel-Verfilmung, weil wir gucken, was hat funktioniert. Genau. Ah, und das machen wir einfach nochmal. Für Experimente ist halt, weil sie alle Kohle verdienen wollen, nicht mehr so viel Platz. Ja. Aber jetzt nimm dir mal deine Gitarre, damit ich hier nicht nur quatsche, auch wenn ich das gerne mache, damit es ein bisschen praktisch wird. Ja? Ich gebe dir jetzt die Formel für die stinknormale Molltonleiter erstmal, weil das so für unser Gehör erstmal am einfachsten zu fassen ist, nicht so wie wir gerade diese speziellen Tonleitern hatten. Ja. Und zwar, wir spielen Ganzton. Wir machen das zusammen. Die tiefe E-Seite. Und dann machen wir einen Ganzton. Dann kommen wir zum Fis. Hey YouTube, vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Alle Noten, alle Tabs und alle Backing-Tracks, die findet ihr auf meiner Patreon-Seite. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da, lasst mir einen Kommentar da. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann schreibt mir auch in die Kommentare. Dann weiß ich, was ich beim nächsten Mal besser machen kann. Und ansonsten, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao!